Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächstes kleinen Tutorial im LS17. Wir haben oder wir möchten hier Stroh sammeln. Jo, aber nicht wir selber. Das soll mit Hilfe vom Cosplay geschehen. Dazu steigen wir ein. Stehen hier so schön auf der Ecke vom Rand. Wir gehen auf Kursaufzeichnung beginnen. Müssen erstmal jetzt einen Abfahrkurs einfahren. Und zwar möchte ich, dass er mir direkt das Stroh verkauft. Dazu fahren wir dann halt in der Verkaufshalle rein. Ja. Okay, wissen wir. Fahren sehr mittig rein. Sollten vielleicht auch mal ein bisschen runter gucken. So. Fahren hinten wieder raus. Fahren zurück zum Startpunkt. Lassen hier ein Stückchen frei, gehen auf Aufnahme beenden, speichern das Ganze unter Abfahren von Feld 15, schmeißen den Kurs raus. So, und jetzt ist es wichtig, zuerst Kurse verwalten. Wir brauchen zuerst den Dreschkurs. Da haben wir ihn. Dann gehen wir auf Abfahren vom Feld 15 auf Kurs anhängen. So, und dann sehen wir, er startet. Fährt hier ab und fährt dann auch das Stroh wieder weg und endet dort. Wir sagen ihm, was er machen soll. Er soll Feldarbeit und fang doch einfach mal an. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Das passiert, wenn die falsche Reihenfolge ist. Wir löschen nochmal. Wir sagen ihm, wir möchten ganz gerne abfahren. Nein, es ist zuerst den Kurs aktivieren, den er abfahren soll. Dann möchte er bitte abfahren. Wir sagen Feldarbeit und sagen mal weiterfahren. Ja, genau. Und zwar war ich gerade hier vorne auf den Endpunkt. Er dachte, er wäre jetzt fertig mit seiner Arbeit. Er fährt jetzt einmal den Abfahrkurs ein. Den Abfahrkurs fährt er jetzt einmal ab. Fährt in die Halle rein. Hat die Abladestelle erreicht. Hat auch das erste schon verkauft. Gab 27 Euro für. Er fährt zurück auf seine Endposition.
Und jetzt hat er den Bogen drin. Genau. Ja, mein Problem war jetzt gerade. Ich sag jetzt mal so, es war für euch in dem Sinne auch sinnvoll. Wir sehen gerade, dass er nicht ganz den Kurs nimmt. Das liegt daran, dass das Feld bearbeitet worden ist mit dem AI-Helfer. Und nachhinein der Kurs generiert worden ist vom Courseplay. Er sammelt ja zumindest etwas ein. Er wird gleich schon noch eine richtige Tour bekommen. Wichtig ist, dass er nicht auf Stopp-Position wartet, sondern ihr hättet dann beim Abfahrer einstellen auf Beginn am ersten Wegpunkt machen müssen. Dann wäre es auch sofort gegangen. Das war gerade mein Fehler. Ich habe ihn selber gemerkt. Ich hoffe, es ist für euch jetzt nicht allzu schlimm, dass ihr es mal mitgekriegt habt, dass sich auch Leute irren können. Schließlich sind wir alle ja auch nur Menschen, ne? Und dann müssen wir halt auch damit mal leben, dass auch mal Fehler passieren. Klar, ich hätte jetzt die Aufnahme abbrechen können und euch eine neue Aufnahme machen können, aber ganz ehrlich, muss es so sein? Oder könnt ihr nicht auch sehen, dass auch mal Leute Fehler machen, auch die das gerade zeigen wollen? Weil aus Fehlern lernt man, wie man das ja so schön sagt. Und auch ihr habt jetzt gesehen, was ihr nicht machen solltet, sondern wenn ihr solche Probleme habt, wie ihr euch auch helfen könnt, sie zu beheben. Damit bedanke ich mich recht herzlich wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr trotz alledem ein Like da lassen würdet und auch vielleicht ein Abo und beim nächsten Mal wieder reinschalten würdet, wenn es heißt, nächste kleine Tutorial mit einem Cosplay. Oder auch mal auf meine Let's Plays guckt, wie auf der nordfriesischen Marsch-Map oder auf der nordfriesischen Marsch mit der Holzverarbeitung. Würde ich euch recht herzlich zu begrüßen und freuen, wenn ihr da seid. Bis dorthin. Tschüss.